Wir haben es jetzt 9 Uhr. Ich habe gestern auch bis 1 Uhr nachts geschnitten, damit ihr das Video sehen könnt. Das lädt gerade hoch. Und das ist das Video vom 9. August. Und ja, jetzt haben wir den 10. August. Ich habe ja gesagt, ich mache das ein bisschen unregelmäßiger. Nicht jeden Tag einen Vlog. Ich bin gerade, wie ihr seht, aus der Dusche gekommen und fahre jetzt zu AMG nach Affalterbach. Und dann geht's los mit Mercedes-Benz Australien. Bevor wir aber starten, habe das Auto geparkt, habe ich mir noch ein Brötchen geholt. Jetzt wird erstmal gefrühstückt. Wir sind jetzt gerade gestartet und ich habe jetzt hier die Mercedes-Benz Australien-Leute hinter mir alle. Also 5 Autos, geile Autos dabei. AMG GT, wir haben dabei den SLC, wir haben dabei ein S-Klasse Cabrio, wir haben dabei G65, also richtig geile Autos und natürlich C63 S Coupé. Mit denen sind wir jetzt auf dem Weg. 350 Kilometer fahren wir jetzt von hier, von der Falterbach bis zum Nürburgring, einmal quer durch die Gegend. Und ich nehme euch ein bisschen mit auf die Reise. Habt viel Spaß und wir sehen uns dann spätestens am Nürburgring wieder. Stau, 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 Stau. So, wir sind jetzt gerade mal 44 Kilometer gefahren und stehen im Stau. Schon seit ungefähr einer Viertelstunde jetzt. Ja, also wenn das so weitergeht, kommen wir irgendwie nie am Nürburgring an. Also hoffen wir mal, dass es noch gut weitergeht. So sieht es momentan aus. Solange wir im Stau stehen, kann ich euch ja mal ein bisschen die Autos erklären, die wir dabei haben. Ich sitze in einem E63S. Das heißt, die sportliche Variante vom E63, mit dem bin ich gerade unterwegs. Hinter mir, direkt hinter mir, ist ein Solarbeam Gelber. Das ist diese geile gelbe Farbe vom GT oder was man ja auch vom SLS kennt. AMG GT, GTS sogar, also das heißt also 510 PS sind da hinter mir. 650 Newtonmeter. Waffe, also unser Sportwagen von AMG. Und dahinter haben wir eine Waffe, eine richtig geile Waffe. C63 S Coupé. Das ist ja das Auto, was ich auch kriegen soll, das eigentlich schon seit einem Monat haben soll. Da gibt es auch ein Video, sobald ich das Auto kriege, verspreche ich euch, gibt es ein Video dazu. Der fährt dahinter und ganz am Ende hinten haben wir so ein Männerauto, G65 AMG. Geiles Ding. Also das ist eine coole Mischung, die wir hier mit dabei haben. Allerdings, wenn wir hier mit 70, 80 km/h dahin rollen, ist es nicht unbedingt cool, wenn du da mit dem AMG unterwegs bist. Willst du ein bisschen schneller fahren? Aber gut, das kriegen wir auch noch hin. Wir geben Gas. Kilometer und 5 Stunden. Das heißt, wir haben jetzt einen 61 km/h Schnitt. Wir sind kurz vorm Nürburgring. 18 Kilometer haben wir jetzt noch bis zum Nürburgring. Jetzt steht noch Abendessen auf dem Programm und dann gehe ich erstmal eine Runde joggen. Ein bisschen abreagieren hier von dem ganzen Stress im Verkehr. Und morgen geht es dann weiter. Also nachher joggen und morgen dann auf die Nordschleife. Ihr seht, ich habe mich umgezogen. Schick habe ich mich gemacht, denn nach dieser Fahrt, ihr habt selbst gesehen, musste ich mir jetzt ein bisschen beeilen. Jetzt bin ich gerade auf dem Sprung zum Abendessen und von dort aus geht es dann Birne frei machen im Gym, auf dem Laufband und morgen geht es dann auf die geliebte Nordschleife und ihr seid mit dabei. Los, auf geht's, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Guten Morgen. Ja, jetzt geht's los. Bestes Wetter hier am Nürburgring und die Autos sind alle bereit. Fangen wir der GTS-Gruppe an. Jetzt geht's auf die Nordschleife. Auf geht's! So, wir fahren jetzt los zur Rennstrecke. Los geht's dann auf Schleife.
Okay, gentlemen, here we go. Ja, alles auf Englisch heute. Das heißt, die Jungs MB Australia, hahaha, macht ja Sinn. Zurück nach den ersten Runden und wir fragen einfach mal, wie es war. Dennis, yeah. How was it? Ah. I never ever thought I'd do that. That was absolutely amazing. Scary for the first lap. Oh, I can't wait to get in the car and do it again. Thank you. Perfect. Oh. Ich glaube, die sind alle ziemlich happy. Guys, guys, how was it? How was it? Fantastic. Awesome. Excellent. Brilliant. Excellent. How was it? Amazing. The ultimate. Who was the slow one in the car? Hey, I'm not afraid to admit it, bro. Wir sind jetzt gerade rausgefahren auf die Strecke, langsam zum Trackwalk und haben jetzt hier angehalten. Und zwar Exmühle. Wir sind jetzt hier in der Exmühle und alle sind mir da, weil das einfach mal beeindruckend ist, wie steil das hier eigentlich ist. So, wir haben jetzt die Autos gewechselt. Jetzt ist C-Klasse angesagt. Auf geht's. Rein in die C-Klasse, reinschalen hier und es kann ja, glaube ich, nicht schief gehen, oder? Neue Bremsbeläge. Passt. Auf geht's. Jetzt, wo ich aber hier gerade mal ganz in Ruhe unterwegs bin auf der Nordschleife, auch was ganz Seltenes, die Frage an euch. Was interessiert euch eigentlich? Was stellt mir Fragen? Schreibt in die Kommentare rein, was eure Fragen sind. Mich interessiert es einfach, weil ich würde gerne ein Video machen. Ihr stellt mir Fragen, ich antworte drauf, also mein Boxenfunk sozusagen. Da habe ich Bock drauf, das will ich gerne machen. Also von daher, ich warte auf eure Fragen. Schreibt es drunter, was ihr so erfahren möchtet. Alles, egal was. Und ich antworte auf jeden Fall drauf im nächsten Video. Wir sind jetzt angekommen und jetzt ratet mal, wo wir angehalten haben. Da hinten haben wir das AMG-Schild und wir sind, richtig, wir sind Karussell. Peter, how is it? Amazing, absolutely amazing. Something that everybody has to try once in a lifetime. Jetzt steht gleich Mittagessen an. Endlich, ich habe einen Hunger. Was machen wir eigentlich? Also wir machen mit den Jungs hier von Mercedes-Benz Australien so ein kleines Training. Ein exklusives Nordschleifentraining, total cool. Die kriegen sogar noch einen Helikopterflug. Leider darf ich da nicht mit oder kann ich nicht mit, will ich nicht mit, vielleicht habe ich auch Schiss. So, bis zum Mittag haben wir es schon mal geschafft, ohne Unfall. Jetzt gehen wir zum Mittagessen. Ich habe auch Hunger. Auf geht's, der Nachmittag geht's weiter und da habe ich sogar eine kleine Überraschung für die ganzen Facebook-Leute. Das werden die jetzt nämlich gleich erfahren. So, wir sind jetzt bei den Taxifahrten und mal gucken, wie es ist. Are you excited? Yep, very excited. Bring it on, mate. So, you like the day? It was the best day. Okay. Great instructor. Okay, ich hab ihn bezahlt. So, I paid him. Yeah. No, you didn't. Also, auf geht's zur Taxifahrt. Leggy? Mate, you are a legend. You're a fucking legend, mate. I tell ya. So, did you enjoy the day? Yes, I did. It was perfect. That's good? Yes, it's good. Now I find how I should have driven. Fantastic! Wunderbar! I think you like it. I like it. My wife would leave it. Love it. That was unglaublich. Yeah. Fantastic. So, wieder im Hotel angekommen und platt von heute. Die Taxifahrten waren natürlich mega cool. Ihr habt ja selbst gesehen, wie die Jungs abgegangen sind. Die haben sich richtig gefreut. Also es hat richtig Bock gemacht. Jetzt geht's zum Abendessen und morgen geht's dann wieder von hier nach Baden-Baden weiter. Also wieder so eine Tour geht's dann weiter und
ja, freue ich mich drauf. Jetzt aber erstmal zum Abendessen. Eine Busfahrt, die ist lustig. Eine Busfahrt, die ist schön. Tobi, wohin fahren wir? Zum Agnesen. Essen. Super. Agnesenhof, da wisst ihr genau, was los ist. Ja, natürlich. Barbecue. Sehr cool. Steak essen. Rostock. Bratwurst. Ein richtiger Rostock. Eine Bratwurst. Ein Meter. Der ganze Bus ist voll hier. Ja. Und ja, nach dem Tag, wie Tobi hat es gerade gesagt, brauchen wir natürlich so eine Stärkung. Mal gucken, was es Schönes beim Barbecue gibt. So, der Nürburgring begrüßt uns also mit bestem Wetter. Der letzte Tag jetzt. Ich gehe jetzt frühstücken und dann düsen wir wieder los. Ist das nicht geil? Alle Autos wieder hinter mir, eine geile Garage. Und jetzt geht's los auf dem Weg 300 Kilometer zur Zwischenstation. Ich glaube, es gibt schlimmere Tage, an denen man arbeiten muss, oder? AMG GT, C63, dann haben wir ein CLS, dann ein SL und hinten ein GLE. Also von daher, ich glaube, da gibt es auch schlechtere Umstände, um zu arbeiten. Wir sind jetzt gerade beim Mittagessen. Vom Mittagessen geht es gleich weiter nach Baden-Baden. Und in Baden-Baden haben wir dann heute Abend Abschlussveranstaltung, Abendessen. Und dann geht's für mich nach Hause. Eine Woche Pause habe ich dann, bevor es dann zur VLN geht. Das letzte Abendessen ist vorbei und ich habe aber noch nicht Feierabend, denn für mich geht's jetzt in einem der geilsten Autos, was ich finde, auf die Piste. Und zwar in dem hier. Ihr könnt es lesen. Im G65. Eine geile Waffe und ich liebe dieses Auto, ich feiere dieses Auto einfach und mit dem darf ich jetzt nach Hause fahren und das wird, glaube ich, die Fahrt meines Lebens. Geil. Auf geht's. Geil. So, auf geht's. Die Kollegen haben irgendwie den Parkschein verbummelt und jetzt muss ich da, jetzt zeige ich euch mal, der Kollege da, der bezahlt jetzt für mich das Parkticket. 20 Euro, naja. Und dann geht's für mich direkt los. Und dann heißt es nach Affalterbach fahren. Geil. Ich freue mich richtig. Wie ein kleines Kind freue ich mich hier drauf. Mal gucken, was der Kollege jetzt sagt, wann ich endlich raus darf. Wann ich freigelassen werde. Ja, ich feiere dieses Auto. G65 AMG. Geil. Einfach geil. So ein richtiges Männerauto. Also geiler Jeep. Steht zwar im Wind wie Sau. Viertel voll der Tank. Ich wette, ich muss zweimal tanken. Ich wette. Es ist einfach geil! Geil. Also, das Auto ist der Oberaffenhammer. Mega. So, erster Tankstopp ist fertig. Das heißt also, weiter geht's. Jetzt mit der Reise. Ich bin jetzt in der Affalterbach angekommen und es war einfach geil, war cool. Ihr habt es ja selbst gesehen, es macht einfach Bock mit dem Auto zu fahren. Ich meine, im G65, hallo V12, geil. Ich gebe das Auto jetzt ab, steige meinen CLA 45 ein, was ja nicht minderwertig ist, aber trotzdem was anderes. Und dann geht es nochmal 300, 400 Kilometer nach Hause und dann falle ich, glaube ich, einfach nur ins Bett. Ich bin jetzt raus, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Kanal abonnieren nicht vergessen, damit er wächst. Ich finde es cool, dass ihr mir zuschaut, das muss ich mal sagen. Also hätte ich nicht gedacht, dass es überhaupt Leute interessiert, was bei mir so abgeht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Vlog. Ich bin raus. Ciao.